Ciao. Schnicken, Alter. Make-up up, oder? Also ich drücke jetzt nicht auf Gas, ich lasse es aus. Jetzt mal wieder Gas. Radio News. I'm Lowell Harris. Manila in the Philippines. United States troops fighting alongside local guerrilla forces have begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. U.S. forces have completely encircled the sprawling city and are now facing a Japanese occupation force estimated to be 20,000 strong. Early reports have already indicated that this could be one of the bloodiest battles yet seen. Okay, so die Rumfahrt. Wenn ich also immer hier rumfahre, dann sehe ich immer so Sachen und habe eigentlich immer freigeschaltet. Aber ist schon lustig, ich komme so nach geilen Karren und will dann hier Arbeit haben. Wer jetzt hier hinkommt mit diesem geilen Wagen, dann steigen wir dann so aus. Na gut, das geht aber noch. Aber steigen wir dann aus und dann sehen wir uns. Wenn ich noch kaum denke, dass wir dann vielleicht sogar zukünftige Arbeitskollegen sind. Ja? Ah, war ja auf der Schnauze geflogen. Boah. Mann, bin ich böse. Hey, mach die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo steht zu Diensten. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Okay. Ich habe das Gefühl, dass mein Vater nicht so getötet, dass mein Vater nicht so gestorben ist, sondern durch seine Hand getötet wurde. Okay, warum sehe ich so einen roten Pfeilding da auf der Karte? Rot ist immer Feind drin. Oder. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Was? Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe irgendwie gar keinen Bock dazu. Vor allem bei der Affengeschwindigkeit. Ja.
Ach, wenn ich genug habe, ja, gut, komm. Oh, na, das kann ja heiter werden. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Boah, wir sind ja groß und stark, wir schaffen das schon. Ich hab keinen Bock mehr. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Warum kann er sein vorlautes Maul nicht halten? Jetzt bin ich schon wieder in enge Schwierigkeiten, komme ich schon wieder rein. Verwirrend. Danke, du Arschloch. Das hat natürlich nie gesagt. Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn! Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber... aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht? Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie ja. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha, okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Okay. So, wer ist ein Unglückchen? Okay, hier. Und in die Hand. Ich komme wegen der Kohle für den Haarschnitt.
Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Danke. Ist das Beste für alle. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Klar, hier. Ich will keine Probleme. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Ich glaube, der macht den Hammerland. Ich glaube, wir haben einen Kampf bei. Hey, Derek will das Geld für den Haarschnitt. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt. Hast du ein Problem damit? Ich habe ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Ja. Hier hast du dein Scheißgeld. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Oh-oh. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Ach, keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du es dann nicht, Arschloch? Ja! Komm her, Mann. So viel Loser. Ja, du kannst auch wieder an deine Eier, Kollege. Hau den Drecksack um! Okay. Zeig's ihm! Boah, bisschen wie Muhammad Ali. Hätten das eher, glaube ich, Ali mehr gemacht hat. Bam, bam. Bam, 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 bam. Auf ihn los, bam. Aua. Du Hund. Du Hund. Du kleiner Hund, du. Na, noch ein paar mehr Schnauzer. Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Tja. Wow, jetzt habe ich da ein bisschen Respekt bei den ganzen Leuten gekriegt. Arschloch. Ne? Moin. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Ah, danke. Ja, super, ich hier rein. Im Moment steht nichts mehr für dich an, Kleiner. Okay, danke.